Hi, willkommen bei Dirt Race. Wir bauen Anlagen für Rider. Willkommen bei uns im Büro. Kommt mit rein. Ganz wichtig, dass wir unseren Kunden, also den Gemeinden und den Städten, wirklich von A bis Z zur Seite stehen. Das heißt, wir machen mit denen zusammen die Vorabanalyse, schauen uns an, was wollen die Nutzergruppen beispielsweise vor Ort haben, was für eine Anlage ist gewünscht. Und das ist unser Ziel, also wirklich eine schöne Anlage der Gemeinde liefern und es wirklich in ganz kurzer Zeit. Also wir brauchen roundabout so 3 bis 4 Wochen pro Anlage, dann steht das Ding komplett fertig mit TÜV. Wir sind ein Team voller enthusiastischer Mountainbiker. Wir planen und bauen die Anlagen der Zukunft für euch. Alle Baustoffe, die wir beziehen, beziehen wir regional und sie sind zertifiziert. Alles, was auf der Baustelle selber anfällt, verarbeiten wir direkt weiter und bauen es so naturnah wie möglich in die Kulisse wieder ein. Ich bin froh, dass ich tatsächlich so auch zu dieser Firma gekommen bin, weil es ist uns selber allen sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur irgendein Produkt bauen, sondern dass wir wirklich selber von Rider für Rider ein Produkt erstellen. Geben im Endeffekt eine fertige Anlage mit TÜV an die Gemeinde ab, machen am Ende meistens immer eine recht schöne große Eröffnungsshow, wo einfach vom Profifahrer die Anlage eingeweiht wird, um einfach auch so ein bisschen den Bürgern zu zeigen, was kann man da alles so machen. Die Zusammenarbeit mit Dirtways war ganz hervorragend. Wir haben uns relativ regelmäßig telefonisch ausgetauscht. Wir waren ein paar Mal vor Ort, haben Dinge abgesprochen. Der Aufbau der Anlage hat im Großen und Ganzen reibungslos funktioniert. Auch das Wetter hat uns keinen Streich gespielt, so dass wir alles in allem sagen können, dass wir mit der Firma Dirtways hier auch einen hervorragenden und zuverlässigen Partner gefunden haben. Hi, ich bin der Linus. Wir sind heute in Großen Seebach bei der Eröffnung von Dirtways. Und ich bin das Ganze schon mit dem BMX Probe gefahren. Wir haben hier ganz viele verschiedene Sprünge. Wir haben das Whale Tail, wo man ganz viele Tricks rein und raus machen kann. Also kommt vorbei, der Park ist super, für alle Klassen auch. Also ich finde den Dirt Park hier in Großen Seebach richtig gut. Für groß und klein, für jeden ist was dabei. Und natürlich, was mich auch sehr freut, auch ein paar Sprünge, wo man ordentliche Tricks machen kann. Alles safe gebaut. Ja, heute haben wir einen schönen Tag hier einfach und fahren ein bisschen. Wenn wir eine Anlage bauen und sie umsetzen, testen wir sie, sobald es möglich ist. Aber es testet sie nicht nur der Profi, sondern auch der Anfänger. Dass wir im Endeffekt versteckt für Profis Sachen einbauen und für den Anfänger eine klare, einfache Linie. Ein Produkt, was jeder braucht und wir liefern können.